ich habe die Augen komplett verdreht und man hat meine Pupillen nicht mehr gesehen. Man hat halt, wie gesagt, nur noch ja, weiße Augen gesehen. Ich habe auf dem Boden gelegen, habe sehr, sehr stark gekrampft. Also ich hatte einen epileptischen Anfall. Und mein Vater hat meinen Puls gefühlt und da war kein Puls mehr vorhanden. Bis zum 2 Sekunden, bevor ich ohnmächtig geworden bin, alles noch in Range gehabt, alles positiv und bin dann auf einen Blutdruck von 40 zu 20 abgesackt mit einem Herzstillstand für ein paar Sekunden. Komm. Und halt. Ja. Und jetzt schnell. Tick. Also. Wir kommen zu einer neuen Videoreihe Triple H, das Intro. In den letzten YouTube-Videos haben einige von euch nachgefragt, wie es überhaupt möglich ist, mit einem Herzschrittmacher Bodybuilding auf diesem Niveau zu betreiben. Und ich dachte, wir gehen heute mal mit einem neuen Video auf dieses Thema ein. Ich muss die Jahre mal ein bisschen zurückswitchen und erstmal damit anfangen, wie kam es überhaupt dazu, was war überhaupt die Ursache, was ist geschehen, bevor ich überhaupt zu diesem Herzschrittmacher 2019 im Alter von 23 gekommen bin. Also es fing eigentlich relativ jung an bei mir und zwar schon im Alter von 12, dass ich an einem ganz normalen Alltag am Wochenende mich ein bisschen komisch und mulmig gefühlt habe am späten Abend. Ich muss natürlich hinzufügen, das war so ein bisschen so eine kleine Zockerzeit von mir, wo ich relativ wenig geschlafen habe und sehr, sehr viel Zeit am PC verbracht habe. Zum Abend hin wurde mir dann so ein bisschen mulmig. Ich hatte von jetzt auf gleich sehr starke Kopfschmerzen. Ich meine, was ist zu erwarten, wenn man 15, 16 Stunden am Stück am PC ist und vielleicht mal, wenn es gut lief, einen halben Liter Wasser getrunken hat und eine Mahlzeit vielleicht intus hatte. Dass ich halt natürlich, wie gesagt, am Abend dann so ein bisschen Kreislaufschwächeln hatte und dann einfach am Abend ohnmächtig geworden bin. Direkt vor meinen Eltern, wo ich mich hingestellt habe und gesagt habe, Mama, Papa, ich fühle mich irgendwie ein bisschen komisch. Habe ich Sterne gesehen und bin kerzengerade umgekippt. Ich kann jetzt nur das wiedergeben, was meine Eltern den Ärzten erzählt haben, was passiert ist, als ich ohnmächtig gewesen bin. Ich habe die Augen komplett verdreht und man hat meine Pupillen nicht mehr gesehen. Ich habe auf dem Boden gelegen, habe sehr, sehr stark gekrampft. Also ich hatte einen epileptischen Anfall und mein Vater hat meinen Puls gefühlt und da war kein Puls mehr vorhanden. Mein Vater hat direkt mit den ersten Maßnahmen begonnen, hat angefangen, mich zu reanimieren. Er selber war jahrelang in seiner Jugend bei der Bundeswehr und wusste genau, was er da macht. Nach ein paar Sekunden kam ich dann wieder zu mir und habe in der Situation, wo ich halt auch ohnmächtig gewesen bin, erbrochen, eingenässt und ja, war halt komplett blass des Grauens. Als ich dann wieder wach wurde, konnte ich mich an gar nichts erinnern, habe nur gesehen, dass ja, 3 Köpfe um mich rum sind. Und zwar die von meiner Mutter, meinem Vater und von meinem kleinen Bruder und wusste gar nicht, was gerade passiert ist. Meine Mutter panisch am Telefon, am Weinen und am Telefonieren mit dem Krankenwagen, dass mit den RTW kommen soll, dass ich ohnmächtig geworden bin und. Aber ich selber wusste gar nicht, was gerade passiert ist. Ich war danach im Krankenhaus und da wurden sehr, sehr viele Untersuchungen an mir durchgeführt. Und es wurde bis dato keine Ursache gefunden oder herausgefunden, wieso dieses Geschehenes passiert ist. Ich wurde dann sozusagen mit 12 Jahren dann nach Hause geschickt, in dem Gewissen, ich bin kerngesund. Es war einfach nur eine Reaktion des Körpers aufgrund von Schlafmangel und einfach Energielosigkeit, wegen keiner Flüssigkeitszufuhr, keiner Mahlzeitenzufuhr. Und das war einfach so ein kleiner Schwächeanfall. Es sollte nicht nur bei diesem einen Fall bleiben. Und zwar ist dann sozusagen 3 Jahre später fast das Gleiche passiert. Zu dem Zeitpunkt war ich dann ungefähr 15, 16 und war an einem heißen Sommertag, so wie heute, ca. 30 Grad, mit ein paar Freunden und Freundinnen draußen bei uns in der Stadt. Ich bin dann direkt vor den Augen meiner Freunde kerzengerade wieder verkrampft und umgekippt. Da zu dem Zeitpunkt genannt 1:1 das Gleiche. Ich war noch ein kleiner Butschi, ich bin halt direkt nach Hause gerannt vor Panik, habe das meinen Eltern berichtet und wir sind direkt ins Krankenhaus gefahren. Da wurden dann 1:1 die gleichen Untersuchungen wie damals als 12-Jähriger auch durchgeführt und die Ärzte haben auch dort keine Ursache herausfinden können und haben zu mir gesagt, das lag daran, wahrscheinlich dehydriert, heiße Tage, wenig getrunken und so mit dem Gewissen wurde ich nach Hause geschickt. Alle guten Dinge sind ja 3 zum 3. Mal. Das war noch vor meiner Fitnesszeit, mit 18 ist das nochmal passiert. Da war ich jetzt wie gesagt erwachsen, war mit meinen Freunden am Abend Shisha rauchen, Wasserpfeife rauchen
Und nach ein paar Minuten in diesem Café habe ich so ein bisschen gemerkt, hier mangelt es so ein bisschen an Sauerstoff. Mir wird ein bisschen übel und schwindelig. Ich gehe mal raus. Ich bin dann raus an die frische Luft gegangen. Und als ich dann draußen war, kamen eins zu eins die gleichen Symptome wie beim ersten und zweiten Mal auch. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich glaube, ich werde jetzt ohnmächtig. Ich war zu einem Zeitpunkt mit einem Kollegen draußen und konnte ihn Gott sei Dank noch vorwarnen. Ich habe gesagt, ich so, ey Bro, ich fühle mich irgendwie richtig komisch. Ich hatte das schon zweimal. Ich glaube, ich werde jetzt jeden Moment ohnmächtig. Und habe mich dann im letzten Moment noch auf einen Stuhl setzen können. Habe mich auf den Stuhl gesetzt und bin dann eins zu eins, genauso wie bei den ersten beiden Malen, halt auf dem Stuhl weggeklappt. Also ich bin aufgewacht und um mich rum waren, glaube ich, 20, 30 Leute. Ich bin dann auf jeden Fall dann von dort aus direkt ins Krankenhaus gefahren. War dann auch wieder so wie bei den ersten beiden Malen. Da wurde mehrere Untersuchungen unterzogen. Und auch da wurde keine Ursache herausgefunden, wieso, weshalb, warum das so passiert ist. Und dann hatte ich 5 Jahre lang Ruhe bis zum 3. So, wie bin ich ins Bodybuilding-Geschehen gerutscht? Ich denke mal, so wie jeder andere von euch auch, ich bin einfach reingerutscht, wortwörtlich einfach reingerutscht. Ich war damals schon sehr diszipliniert und ehrgeizig, habe mein Training 4 bis 5 Mal die Woche durchgezogen, war selten auf Partys, habe auf Schlaf, Regeneration und Ernährung sehr geachtet und sah dann schon relativ schnell ein bisschen anders aus als meine Freunde, die zu dem Zeitpunkt mit mir mit Bodybuilding angefangen oder mit Fitness angefangen haben. Und dann habe ich mir gedacht, ey yo, irgendwie siehst du ein bisschen anders aus als die anderen, irgendwas machst du anscheinend richtig, willst du nicht vielleicht mal zusehen, dass du es vielleicht noch besser und perfektionierter machst? Und ziehst dann halt es in Richtung Bodybuilding. Ich habe damals mich dazu entschieden, eine neue Ausbildung anzufangen, den Sport- und Fitnesskaufmann. Björn hat zu dem Zeitpunkt, er ist ja der Studioleiter, dem gehört das Studio, er hat zu dem Zeitpunkt gemerkt, dass ich sehr intensiv und sehr diszipliniert mein Training verrichte. Und dann kam leider Covid-19. Das Studio musste schließen. Wir haben natürlich dann dementsprechend hier ein paar Schönheiten vorgenommen und Björn hat dann dementsprechend gesagt, ey yo, du bist eh jetzt jeden Tag hier, ich bin hier, wollen wir nicht zusammen trainieren. Ich merke, bei dir ist Potenzial da, aber da kann man noch mehr rauskitzeln. Ich nehme mich mal ein bisschen in die Fittiche. Wir haben angefangen zu trainieren und ich habe in den ersten Wochen gemerkt, Alter, was es heißt, durch die Hölle zu gehen. Der Typ hat mich gar nicht verschont. Der hat mich direkt am ersten Tag rangenommen, dass ich gefühlt nach einer Trainingseinheit schon wieder hätte eine Woche Rest Day machen müssen, um von der Regeneration bei der Intensität hinterherzukommen. Und ich dachte zu dem Zeitpunkt auch wirklich, dass ich sehr, sehr, sehr gut trainiere. Auf jeden Fall hat er mir gezeigt, was es heißt, richtig zu trainieren. Hat mich so ein bisschen in seine Fittiche genommen und dann sind wir aneinander gewachsen. Björn ist für mich heute nicht nur eine Vorbildsfunktion, eine Respektperson. Für mich zählt Björn aktuell auch schon wie ein zweiter Vater. Ich bin ihm sehr, sehr dankbar für all das, was er mir hier ermöglicht. Denn er ist ein Mann, der an meine Träume glaubt, mich bei meinen Träumen unterstützt, so gut er kann. Es gibt nicht eine Trainingseinheit, die ich mache ohne Björn. Ich habe bei jeder Trainingseinheit ihn an meiner Seite. Er kennt mich mittlerweile seit über 3 Jahren und weiß, wie er aus mir was rauskitzelt. Und ich denke mal, man braucht das nicht verharmlosen, aber in 2,5 Jahren 25 Kilo reine Muskelmasse aufgebaut zu haben, spricht für sich. Er ist ein Typ, der genau weiß, was er macht, wie er jemanden beim Training auseinander nimmt. Und ich kann euch auf jeden Fall mal empfehlen, mal gerne in Sheet vorbeizukommen und mal ein Personal Training mit Björn zu buchen, um einmal mal über eure Grenzen hinauszuwachsen. Und dann hatte ich 5 Jahre lang Ruhe bis zum 23. Lebensjahr. Da war ich in der Tat dann bei der Akupunkturmassage. Ich hatte eine Verklebung, Verspannung im Latissimus auf der rechten Seite. Natürlich vom Krafttraining, da war ich jetzt schon ein paar Jahre am Eisen und wollte das behandeln lassen. Ich habe mir da nichts bei gedacht. Die Frau meinte schon vor der Behandlung, Akupunktur kann für den einen oder anderen sehr stressig sein. Kann sein, dass manche vielleicht so ein bisschen Kreislauftaumeln haben und so weiter und so fort. Aber ich bin ja zu dem Zeitpunkt ja eigentlich von einem gewissen Ausgang, dass ich ja sehr gesund bin und eigentlich nichts passieren kann. Naja, nichtsdestotrotz, nach ungefähr 10, 15 Minuten Behandlung habe ich dann gemerkt, dass ich jeden Moment wieder ohnmächtig werde. Konnte im letzten Moment die Dame, die mich behandelt hat, nochmal vorwarnen und bin dann auf der Liege umgeklappt. Gott sei Dank habe ich mich während dem epileptischen Anfall, während dem Verkrampfen nicht irgendwie gedreht, dass die Nadeln dann komplett ins Fleisch reingeschnitten haben, sondern bin einfach so liegen geblieben, wie ich geblieben bin. Ich bin dann wieder zu mir gekommen nach ein paar Sekunden. Die Frau war voll panisch am Telefonieren, am Rumschreien. Ich glaube, die ist bis heute noch traumatisiert wegen mir. Ich habe auch an dem Tag dann dementsprechend das erste Mal ein richtiges traumatisches Erlebnis erlitten. Denn mit 23 ist man ja vom Kopf her ein bisschen reifer und macht sich dann ein bisschen mehr Sorgen um sich selber. Dass ich dann dementsprechend dann ins Krankenhaus gefahren bin, Untersuchungen mir wieder unterziehen lassen habe und auch dort wieder keine Ursache herausgefunden wurde, wo ich dann gesagt habe, das kann nicht sein. Ich habe irgendwas stimmt mit mir und meinem Körper nicht. Ich möchte
möchte bitte eine Einweisung zu einem richtigen Spezialisten und möchte alle Tests machen, die man mit dem Herzen machen kann. Die nächste Anlaufstelle wäre dann halt das Gehirn gewesen. Aber es sollte halt beim Herzen bleiben, denn da wurde dann dementsprechend nach 5-tägiger Untersuchung am 5. Tag meine Ursache herausgefunden. Und zwar haben die Ärzte bei mir eine Kipptischuntersuchung gemacht. Das ist eine Untersuchung, wo müsst ihr euch vorstellen, du wirst an so eine Eisenbank angeschnallt und wirst dann dementsprechend kerzengerade, also 90 Grad aufrecht aufgestellt. Und Menschen, die dazu neigen, kreislaufmäßig instabil zu sein, die würden dann beim kerzengeraden Stehen. Irgendwann nach ein paar Minuten wird der Blutdruck abfallen und die würden einen Kreislaufzusammenbruch erleiden. Leute, die kerngesund sind, können 45 bis 60 Minuten am Stück einfach so da stehen bleiben. Denen passiert dann gar nichts. Bei mir war es dann so, dass ich dann nach 20 Minuten gemerkt habe, ich kriege so langsam so einen Tunnelblick, einen dunklen Blick und irgendwas stimmt mit mir nicht. Habe ich der Ärztin darauf hingewiesen, sie hat meine Blutwerte überprüft und meinte, ich sehe am PC gar nichts Auffälliges, Blutdruck ist in Ordnung, Puls ist in Ordnung. Ich dann so, nee, ich glaube, da irren sie sich und bam, war ich innerhalb von 2 Sekunden weg. Die Ärztin selber, im Nachhinein habe ich das erfahren, war selber auch sehr geschockt, denn ich hatte bis zum 2 Sekunden, bevor ich ohnmächtig geworden bin, alles noch in Range gehabt, alles positiv und bin dann auf einen Blutdruck von 40 zu 20 abgesackt mit einem Herzstillstand für ein paar Sekunden. Normalerweise ist es bei der Untersuchung so, dass wenn man dann wieder hingelegt wird, dass man wieder zu sich kommt. Was bei mir auch der Fall gewesen ist, nur nachdem ich mich wieder, oder nachdem die mich wieder hingelegt haben, hingefahren haben, bin ich wieder zu mir gekommen und bin dann wieder ohnmächtig geworden, hatte dann wieder für ein paar Sekunden einen Herzstillstand, was dann natürlich unerklärlich ist und wo man dann sozusagen ja, herausstellen konnte, dass irgendwas nicht mit dem Sinusknoten passt. Der Sinusknoten müsst ihr euch vorstellen, das ist das Organ neben dem Herzen, was die elektrischen Impulse freisetzt und dem Herzen befiehlt, einen Herzschlag auszulösen. Der hat bei mir einen Gendefekt anscheinend seit der Geburt dann. Zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, wenn ich einen Kreislaufzusammenbruch habe, arbeitet der Sinusknoten nicht mehr weiter und denkt, dieser Körper ist leblos und er muss seine Arbeit nicht mehr verrichten. Das waren auch wahrscheinlich dann die Ursachen der letzten 3 Male. Das wurde, wie gesagt, beim 4. Mal dann diagnostiziert, dass sich dann sozusagen, oder dass es keinen Weg dran vorbeigeführt hat, einen Herzschrittmacher nicht zu bekommen. Ich habe diesen Schrittmacher bekommen, einfach nur zur Sicherheit mir selber gegenüber. Ich bin da jetzt nicht 24/7 drauf angewiesen. Das heißt, aktuell ist er so eingestellt, dass er nur dann arbeitet, wenn ich einen Puls von unter 45 habe. Ansonsten ist er sozusagen in meiner Brust einfach nur als Überwacher für den Herzschlag drinne und macht erstmal gar nichts. Im Jahr 2020 bis zum Jahr 2022, in den 2 Jahren zum Beispiel, hat der Herzschrittmacher nicht ein einziges Mal arbeiten müssen. Der ist, wie gesagt, nur zu meiner eigenen Sicherheit drinne. Falls irgendwie es wieder dazu kommen sollte, dass der Sinusknoten denkt, ich muss meine Arbeit nicht mehr verrichten. Genau, das ist der Grund, warum ich einen Herzschrittmacher bekommen habe. Ich kann Bodybuilding auf diesem Niveau ganz normal ausführen. Ich habe ein kerngesundes Herz, also mein Herz ist genauso gesund wie euer Herz. Ich habe lediglich nur ein genetisches Problem an meinem Sinusknoten und nicht am Herzen selber, weswegen ich alles im Leben ganz normal machen kann, keine Defizite habe oder sonstiges. Wenn ich einen Herzschrittmacher aufgrund einer Herzrhythmusstörung hätte, dürfte ich natürlich diesen Sport nicht mehr betreiben. Aber da ich den sozusagen nur zu meiner Sicherheit bekommen habe, dass ich nicht einen zu niedrigen Puls habe, darf ich Bodybuilding und alles andere in meinem Leben genauso weitermachen wie jeder andere von euch auch. Das heißt, ich kann als Beispiel, mache ich zwar nicht, aber ich könnte Alkohol trinken, ich könnte Zigaretten rauchen, ich könnte Koffein konsumieren des Grauens. Also das ist nichts, was mich irgendwie jetzt oder wo ich größere Defizite hätte als ihr. Letztendlich ist es ein kleiner Überwacher, der mir Schutz gibt, dass mit mir nichts passiert. Und ich kann dementsprechend mich voll und ganz auf Bodybuilding fokussieren. Der Witz an der Stelle ist sogar der, dass ich erst nach dem Herzschrittmacher mich dazu entschieden habe, Bodybuilding auf diesem Niveau zu betreiben. Denn nachdem ich selber gemerkt habe, dass das Leben schneller vorbei sein kann, als man eigentlich denkt, habe ich mir gedacht, leb jeden Tag, als wäre es dein letzter, in Anführungszeichen, und verschwende nicht deine Zeit. Und das ist der Grund, warum ich auch durch diesen Herzschrittmacher und durch meine Lebenseinstellung und meine Disziplin mich dazu entschieden habe, Gas zu geben und hoffentlich dieses Jahr IFBB-Profi zu werden. Also, das ist meine kleine Story bezüglich meines Herzschrittmachers. Ich hoffe, ich konnte die ein oder andere Frage euch aufklären lassen oder euch erklären, wieso, weshalb, warum das möglich ist, dass ich mit einem Herzschrittmacher Bodybuilding betreiben darf. Und ich hoffe, dass hiermit sozusagen ein paar Fragen im Kopf erklärt oder bis also aufgeklärt wurden. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, passt auf euch auf und wir sehen uns.